Sie marschieren vom Bankenviertel in Richtung New Yorker Rathaus. Der bisher größte Protestzug der Anti-Wall-Street-Bewegung. Erstmals schlossen sich die amerikanischen Gewerkschaften an. Sie protestieren gegen die Macht der Banken und gegen Steuererleichterungen für die Reichen im Land. Wir brauchen eine starke soziale Bewegung, meint er. Obama hat uns Reformen versprochen, aber stattdessen hat er die Wall Street unterstützt. Mindestens 5000 Demonstranten kamen zusammen, schätzt die Polizei. Viele Beobachter sehen in den Wall Street-Protesten eine Gegenbewegung zur amerikanischen Tea Party oder vergleichen sie mit dem arabischen Frühling. Am Abend zogen die Demonstranten zurück in Richtung Wall Street, prominent unterstützt von Michael Moore. Das hat den Nerv aller im Land getroffen, sagt der Filmemacher. Millionen Amerikaner unterstützen die Bewegung und es werden immer mehr. Ihr Protest blieb friedlich, es kam nicht zu Festnahmen. So sieht Demokratie aus, ruft die Menge, und ihr Druck auf die Politik wächst.